Hallo und herzlich willkommen zu Kellys Backwelt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es von mir wieder ein Tortenrezept und ich möchte euch zeigen, wie ich diese super leckere und wunderschöne Pfirsich-Schmand-Torte gebacken habe. Die Torte besteht aus einem ganz dünnen Rührteigboden und obendrauf die fruchtige, cremige Masse. Es ist wirklich schnell gemacht und auch erfrischend, kann man das ganze Jahr über machen. Und man kann das auch variieren. Wenn man jetzt keine Pfirsiche nehmen möchte, kann man Mandarinen oder Aprikosen verwenden. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie ich die gemacht habe, bleibt einfach dabei. Viel Spaß beim Zuschauen und Ausprobieren. Los geht's mit den Zutaten. Für den Rührteig benötigen wir 4 Eier der Größe M. Die haben jetzt Raumtemperatur. 100 Gramm Zucker. 200 Gramm Orangenlimonade, 100 Gramm Sonnenblumenöl, 300 Gramm Mehl, ein Päckchen Backpulver, eine Prise Salz. Für die Creme benötigen wir 500 Gramm kalte Schlagsahne, 2 Päckchen Sahne Steif, 400 Gramm Schmand, 3 Esslöffel Zucker, 1 Esslöffel Sahne steif. Eine Dose Pfirsiche, das hat jetzt ungefähr 490 Gramm. Das Rezept mit den genauen Angaben zum Nachlesen findet ihr wie immer unter diesem Video in der Infobox. Den Backofen heize ich gleich vor auf 180 Grad Ober-Unterhitze. So, in meine Küchenmaschine habe ich jetzt den Schneebesen eingesetzt. Ihr könnt auch mit dem Handrührgerät arbeiten, das setzt da auch die Schneebesen ein. Zu Beginn gebe ich jetzt die Eier in die Rührschüssel, die Prise Salz und den Zucker und lasse es alles so schön schaumig aufschlagen. So für circa 5 Minuten. So, die Masse ist jetzt schön schaumig und jetzt gebe ich die Orangenlimonade hinein und das Öl und tue es nur ganz kurz miteinander verrühren. So, dann vermische ich die trockenen Zutaten miteinander, das Mehl mit dem Backpulver. Und siebe die trockenen Zutaten zu den restlichen Zutaten hinein. So, jetzt habe ich eine Backform vorbereitet. Die genauen Angaben schreibe ich euch unten in die Infobox und lege jetzt, entweder fettet ihr die Backform ein und bemehlt es dann, oder ihr nehmt einfach ein Backpapier, nehmt ein bisschen Wasser, damit das Backpapier auch haften bleibt und nicht verrutscht. Zum Anfeuchten legt das Backpapier drauf und dann könnt ihr es glatt streichen und so hat das auch eine gewisse Form bekommen. Dann gebe ich den Teig in die Backform hinein und verstreiche es schön. So, nachdem ich den Teig schön glatt gestrichen habe, klopfe ich das Blech auf der Arbeitsfläche. So platzen die Bläschen und ist nicht so viel Hohlraum dazwischen. Der Kuchen kommt jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze für circa 20 Minuten. Mit der Stäbchenprobe könnt ihr dann sehen, ob der Kuchen fertig ist. In der Zwischenzeit schneide ich die Pfirsiche in kleine Würfel. Einfach erstmal die Streifen und dann kleine Würfel. So, der Kuchen ist jetzt fertig. Der war 20 Minuten im Backofen und die Stäbchenprobe habe ich auch schon gemacht. Es ist trocken, an mehreren Stellen testen. Und jetzt lasse ich den Kuchen hier auf dem Kuchengitter komplett auskühlen. Für die Creme schlage ich zuerst die kalte Sahne mit 2 Päckchen Sahnesteif fest.
die steif geschlagene Sahne, die gebe ich jetzt in eine extra Schüssel. So, in der benutzten Schüssel mache ich einfach weiter mit dem Schmand, das ist ja kein Problem. Die Masse wird ja nachher alles miteinander vermischt. Jetzt gebe ich den Schmand in die Schüssel. Gebe den Zucker hinein und tue es einfach mal für 1-2 Minuten verrühren. So, die Schmandmasse ist gut verrührt, ist auch schön cremig. Jetzt gebe ich die Sahne hinein und tue es ja vorsichtig unterheben. Also nicht mehr mit der Küchenmaschine oder mit dem Handrührgerät, sondern einfach mit entweder mit dem Teigschaber oder mit einem Schneebesen. Habe ich hier noch einen Esslöffel Sahne steif. Das gebe ich jetzt noch hier hinein, damit die ganze Masse etwas fester wird. Und ganz zum Schluss kommen noch die Pfirsiche, die ich in kleine Würfel geschnitten habe, in die Masse hinein. So, den ausgekühlten Kuchen habe ich jetzt auf eine Kuchenplatte gegeben und einen Backrahmen drumherum gesetzt. Wenn ihr keinen Backrahmen habt, dann ist es auch gar nicht schlimm, aber ich setze ihn drumherum, dass man auch die Creme besser verteilen kann. Gut, das passt noch nicht. So, jetzt sitzt alles. Gut, jetzt gebe ich die Creme auf den Kuchen drauf und tue schön glatt streichen. So, entweder lasse ich jetzt die Torte so, wie sie ist, oder ich kann noch eine kleine Dekoration drauf machen, und zwar Zucker und Zimt. Wer nicht, der das nicht mag, kann es einfach weglassen, aber ich finde die Kombination ganz toll. Da habe ich zwei, also ich schreibe die Angaben unten noch in die Infobox. Ich habe hier Zucker und Zimt, die vermische ich miteinander und das siebe ich dann, und das ist dann meine Dekoration auf der Oberfläche. So, und fertig ist meine Orangenlimonade-Pfirsichtorte. Die gebe ich jetzt in den Kühlschrank. Die soll schön gekühlt sein, wenn man sie serviert, bevor man sie serviert. Ich gebe sie jetzt so für 3 Stunden in den Kühlschrank. So, die Pfirsich-Schmandtorte ist jetzt gut durchgekühlt. Und jetzt möchte ich euch die Torte noch anschneiden, damit ich euch den Anschnitt noch aus der Nähe zeigen kann. Ja, und zum Schluss möchte ich euch den Kuchen noch im Anschnitt aus der Nähe zeigen, den Rührteig und da oben die cremige, fruchtige, cremige Masse. Der Rührteig, den habe ich ja mit Orangenlimonade gemacht, also Kohlensäure, so wird er saftiger und lockerer. Ja, sieht super aus. Wenn man das oben nicht möchte, diese Zimtzucker-Deko, kann man ja weglassen. Sieht wunderbar aus und ich möchte es jetzt gleich genießen mit einer Tasse Kaffee. Ja, jetzt sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen über einen Daumen hoch. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr dieses Rezept ausprobiert, ihr mir Bilder schickt und auch Kommentare schreibt. Jeden Donnerstag kommen neue Videos von mir, die ich rechtzeitig ankündige auf Facebook, Instagram und TikTok. Wenn ihr meine Videos nicht verpassen möchtet, geht gleich auf Abonnieren, das ist kostenlos, und aktiviert auch gleich die Glocke. Dann werdet ihr informiert, wenn es ein neues Video gibt. Bis zum nächsten Mal, eure Kelly.